Hallo meine Lieben, ich begrüße euch und der Leo auch, der sitzt da hinten und läuft da gerade so rum. Genau, ich begrüße euch recht herzlich zu meinem neuen Sport-Update-Video. Und zwar habe ich ja schon angekündigt, dass es eben dieses Video gibt, weil ich ganz viel noch über das Bellycon erzählen möchte und zu PoLife, weil ich da ja jetzt ein halbes Jahr lang, also mit dem Bellycon bei PoLife halt trainiert habe. Ich möchte euch ein bisschen meine Erfahrung so erzählen und so, aber vorher möchte ich euch gerne etwas zeigen. Das hier ist das Bellycon, das ihr schon kennt, das habt ihr in dem letzten Video gesehen und ich habe jetzt noch ein zweites hier stehen. Ja, und das ist jetzt schon wieder ein neues Bellycon. Wieso, weshalb, warum ich jetzt ein anderes Bellycon habe? Also ich benutze natürlich nicht beide. Obwohl, nee, doch, ich springe von einem aufs andere und das dann mit doppeltem Salto. Nee, aber wieso, weshalb, warum jetzt hier zwei unterschiedliche stehen? Also die sehen jetzt für euch vielleicht gleich aus. Ich finde auch auf der Kamera oder durch die Kamera, da kommt es gar nicht so rüber. Also das hier ist das mit dem 112 cm Durchmesser und das ist jetzt das große mit 125. Das habe ich mir selbst gekauft, also ich sage es gleich dazu. Und ich möchte euch jetzt natürlich erklären, wieso, weshalb, warum. Denn manchmal ist es ja so, man muss ja selber Erfahrungen sammeln und so. Und bis man dann merkt, man möchte irgendwann einfach das Beste haben und das Optimalste für seinen Körper irgendwie. Und das ist für mich jetzt das. Ja, aber das erzähle ich euch dann jetzt gleich, wenn ihr mich dann auch sehen könnt. Hallo meine Lieben, ich begrüße euch recht herzlich. Und in dem Moment bekomme ich eine Nachricht. Entschuldigung, bin gerade ein bisschen abgelenkt. Ja, ich begrüße euch recht herzlich zu meinem Sport-Update-Video. So oft angefragt von euch und endlich kommt es. Ich habe es euch ja eigentlich schon im Dezember versprochen, da wollte ich es dann Silvester machen, aber da musste ich es leider ein bisschen verschieben. Ich habe das auch mal erklärt, wieso, weshalb, warum. Und zwar ist ja die PoLife-Seite komplett neu gemacht worden. Und am Ende dieses Videos wird es etwas für euch geben, was ich euch gerne schenken möchte quasi. Und damit das alles so funktionierte, musste die Seite erstmal richtig funktionieren. Also ihr wisst ja oder könnt euch vorstellen, wenn so eine komplette Seite umzieht, dass da erstmal ganz viel nicht so richtig rund läuft und nicht so richtig funktioniert und so. Und das dauerte halt so ein bisschen und dann habe ich gesagt, okay, pass auf, ich warte, bis die Seite komplett fertig ist und dann mache ich dieses Video. Und deswegen kommt es leider erst jetzt, aber besser später als nie, ne? So, bin ein bisschen aufgeregt, weil ich hatte gerade schon bei Instagram erzählt, habe ich eine kleine Story gedreht, habe so gesagt, das ist echt das erste Video seit dem 4. Advent. Also seit meinem letzten Blubberblabber-Vlog habe ich gar kein richtiges Video mehr gedreht. Und das ist immer so, man ist dann echt so ein bisschen irgendwie raus aus der ganzen Nummer. So, ja. Ihr habt jetzt vor dieser Sequenz oder vor diesem Video, habt ihr schon den Vorspann quasi gesehen. Ich weiß ehrlich gesagt in diesem Moment gar nicht mehr, was ich euch da erzählt habe. Da habe ich auf jeden Fall zwei Bellycone ja gezeigt. Das war in der Woche vor Weihnachten, als mein neues Bellycone kam. Es ist mittlerweile mein drittes. In meinem letzten Video, da habe ich euch ja das vorgestellt, das sieht genauso aus. Das war aber die mittlere Größe, also diese Größe, die ich auch als erstes Bellycon so hatte. Und mittlerweile habe ich jetzt das ganz große, das habe ich mir selber gekauft. Das ist 1,25 Meter vom Durchmesser her. Das steht da jetzt, das andere ist natürlich schon weg. Ich kann mir leider nicht zwei Bellycone hinstellen. Und ich möchte euch heute jetzt so ein bisschen erzählen, also es ist eben ein Update zu dem ersten Video, das ich über das Bellycon und über PoLife halt gemacht habe. Damals war ich ja ungefähr so einen Monat oder so bei PoLife und mittlerweile ist es ja über ein halbes Jahr, also seit dem 1.7. bin ich da und das täglich und deswegen kann ich natürlich jetzt viel, viel, viel mehr erzählen. Und wahrscheinlich wird es auch in diesem Video so sein, dass ich Milliardenmal sagen werde, wie verliebt ich bin, aber es ist halt einfach so. Und wenn man total überzeugt ist von Dingen, die einem gut tun und die trotzdem auch Spaß machen, dann ist es nun mal so, dass man auf eine gewisse Art und Weise wirklich verliebt ist. Und so geht es mir. Ja,
Ich habe ein paar Fragen von euch bekommen, denn im Dezember habe ich dann auch gesagt, dass ich halt dieses Sportupdate drehen möchte. Und deswegen werde ich jetzt erstmal anfangen, eure Fragen zu beantworten, bevor ich dann hinterher noch so ein bisschen selber von mir so erzähle. Beziehungsweise dadurch, dass ich eure Fragen beantworte, kommt ja schon ganz viel, ne, an Input für euch von dem, was ich euch sowieso gerne erzählen möchte. So, und zwar hat mich die Lisa gefragt. Hallo Kossi, mich würde mal interessieren, wie jetzt mit Pure Life dein wöchentlicher Sportplan aussieht und wie du die Kurse miteinander kombinierst. Liebe Grüße, Lisa. So, am Anfang war es so, was ich ziemlich am Anfang gemacht habe, war dieses Programm Pretty 21. Das ist so, bei Pure Life könnt ihr Trainingspläne wählen. Ihr könnt entweder sagen, zum Beispiel, ich möchte gerne abnehmen oder ich möchte gerne Muskeln aufbauen. Also da könnt ihr das alles so, ne, so angeben und dann haut er euch irgendwelche Kurse halt raus jeden Tag, zeigt euch an, pass auf, heute machst du dies, das, jenes. Aber es gibt halt auch bestimmte Programme in diesem Pure Life System, wie eben zum Beispiel Pretty 21, das war so ein 21-Tage-Kurs, da wurde mir dann auch jeden Tag ein anderer Kurs angezeigt, das ging 21 Tage lang und fand ich richtig klasse. Dann habe ich zwischendurch einfach immer irgendwelche Kurse gemacht. Also ich habe zum Beispiel natürlich, was Frauen sowieso gerne machen, Bauch, Beine, Po, geht irgendwie immer. Dann habe ich mal nur einen Beinekurs gemacht, dann einen Rückenkurs, Rückenfit. Also ich habe mir immer so rausgesucht, wozu ich halt Bock hatte. Was ich überhaupt nicht gerne zu dem Zeitpunkt noch gemacht habe, waren Oberkörper-Conditionings oder zum Beispiel Brust und Bauch oder Trizeps, Bizeps, also Arme, ne? Weil einfach meine Arme total schlappi sind. Also ich habe immer das Gefühl, Bauchmuskeln voll geil. Ich habe garantiert ein Sixpack. Sieht man nicht, es ist unter meiner Haut, ne? Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, ich habe bestimmt eins. Aber ich habe diese ganzen Oberkörpersachen überhaupt nicht gerne gemacht, bis ja dann im Dezember BTT anfing. Also ich sage immer BTT, das heißt eigentlich BTT oder BTT. Das nennt sich Body Transformation Training und das ist schon echt meiner Meinung nach Hardcore. Ist jetzt nichts für ganz blutige Anfänger, aber wenn jemand so leicht fortgeschritten ist, wobei Manuel eigentlich in den Kursen auch sagt, dass man eigentlich immer mit diesen Kursen anfangen kann, außer eben, wenn man jetzt vorher, wie ich früher, nie Sport gemacht habe, also dann wäre das schon ein bisschen sehr Hardcore, ne? Ja, und das habe ich gemacht, also dieses BTT 1 ging 6 oder 7 Wochen. Das BTT2 läuft im Moment schon live, also man kann ja Live-Kurse auch bei Pure Life machen. Und irgendwann, wenn diese ganzen Live-Kurse dann abgeschlossen sind, wird es auch dieses BTT2 wieder auch als Programm geben. Also da lauere ich im Moment schon so drauf, weil ich eigentlich BTT1 jetzt schon zum zweiten Mal mache. Ich habe jetzt die Tage mal irgendwann, habe ich gedacht, komm, ich mache nochmal so einen ganz klassischen Bauch-Beine-Po-Kurs, der ging 50 Minuten, ohne Hanteln, ohne Gewichte und so. Und da habe ich gemerkt, erstens gingen die Übungen heute viel, viel besser als eben noch vor einem halben Jahr. Und das war mir schon fast zu low impact, weil ich ja BTT1, wie gesagt, schon zum zweiten Mal jetzt mache, richtig mit Gewichten auch und so. Ich habe so wahnsinnig doll gemerkt, wie sich mein Körper verändert hat. Das ist der Hammer. Es ist wirklich der Hammer, dass ich das Gefühl habe, ich habe eine ganz andere Körperhaltung, also außer wenn ich jetzt hier gerade so sitze, aber so, wenn ich laufe und so. Ich habe immer das Gefühl, ich habe so ein Korsett an, obwohl da gar nichts ist, aber dieses Korsett sind meine Muskeln, die jetzt erstmal richtig zur Geltung kommen oder die ich jetzt natürlich erst richtig spüre, weil ich auch an meiner Ernährung noch so ein bisschen gerüttelt habe. Das Ernährungsvideo könnt ihr euch angucken, das habe ich schon gedreht. Da erzähle ich da auch ganz viel darüber, wie wichtig Eiweiß für den Körper ist. Und das sagt auch der Manuel in fast jedem Kurs. Wenn der Kurs zu Ende ist, denkt dran, eure Muskeln brauchen Eiweiß. Und am Anfang war es halt bei mir so, ja, ich habe auch schon mal zum Beispiel so einen Shake oder so getrunken. Ich habe aber überhaupt nicht auf meinen Eiweißgehalt geachtet. Und dann dachte ich am Anfang immer, ja, jetzt sagt er wieder, ja, ne, trink mal einen Eiweißshake oder isst halt irgendwas Eiweißhaltiges und so. Und dann habe ich immer so gedacht, komisch, also der sagt das wirklich so fast jedes Mal. Und dadurch, dass er es immer wiederholt hat, ist es bei mir irgendwann im Kopf so,
drin geblieben. Und deswegen finde ich es auch gut, dass er es so oft sagt. Weil wenn er das einmal im Jahr sagen würde, das bleibt bei niemandem haften. Ne? Also immer wieder dieses, wie wichtig Eiweiß ist, eben um die Muskeln aufzubauen. Nicht um Arnold Schwarzenegger zu werden, sondern einfach um die Muskeln, die man vorher durch das Training kaputt gemacht hat. Und das ist das, wenn du eben mit Gewichten oder überhaupt irgendwas mit den Muskeln halt machst, machst du diese Muskeln kaputt. Und wenn du denen kein Eiweiß gibst, werden die einfach nur dünn. Aber du hast keine Muskeln. Also das heißt, du kriegst vielleicht sogar einen flachen Po, da sind aber keine Muskeln drunter. Du brauchst aber Muskeln, um Fett zu verbrennen. Und ich habe eben ganz, ganz, ganz viel über den Körper gelernt, wie der Körper funktioniert. Denn es gibt bei PoLife ja auch Ernährungsseminare. Es gibt so Live-Talks, wo man dann zugucken kann. Da sitzt dann auch übrigens ein Arzt. Also das ist nicht hier so, dass da irgendwelche Tralala-Obsessa-Mädels da irgendein, ich möchte nicht sagen, Blödsinn erzählt. Also es ist schon wirklich so, dass es alles wissenschaftlich fundiert ist und dass eben auch Ärzte da sitzen, die darüber reden. Und ich fand es einfach so mega interessant. Ich glaube, ich habe mir fast alle Videos da angeguckt mittlerweile. Also jetzt in 7 Monaten, ne, da findet man natürlich schon immer mal die Zeit, sich halt so ein, vor allem diese Ernährungsvideos anzugucken. Viel weiß man natürlich, aber wenn man sich das immer wieder anguckt, dann verinnerlicht man das ja dann auch. Und ja, und im Moment sieht halt mein Trainingsplan so aus, dass ich immer BTT mache. Das geht 1 Stunde. Also du hast 30 Minuten einen Muskelkurs. Immer jeden Tag eine andere Muskelgruppe, weil man darf gar nicht jeden Tag hintereinander immer die gleichen Muskeln machen, weil auch dann gehen die Muskeln eigentlich nur kaputt und du baust die nicht wirklich auf. Die brauchen eine gewisse Regenerationsphase. Ich glaube, das waren irgendwo 72 Stunden oder so. Und das geht immer 30 Minuten und dann kommt 30 Minuten ein Cardio-Teil. Und den macht der Manuel natürlich immer ganz normal da so auf dem Fußboden, also im Stehen, so mit, viel ist so mit sowas wie Kickboxen oder so oder Hampelmänner und so. Und da habe ich sofort gemerkt, das geht bei mir leider gar nicht, weil so auf den Boden springen, da habe ich auch, ich habe ja mal versucht, Seilchen zu springen auch und so, da habe ich echt Probleme so mit meiner Haut. Das tut weh, wenn ich das so mache. Und deswegen mache ich die 30 Minuten dann auf dem Bellycon. Also alles, was er auf dem Boden macht, kann man so ein bisschen umwandeln, gerade wenn man sich auf dem Bellycon schon ganz gut auskennt und viele, viele Übungen auch kennt, ne? Wichtig ist einfach nur, dass du dich 30 Minuten lang bewegst. So, und das kannst du natürlich super auf dem Bellycon, weil da merkst du noch nicht mal, dass dein Puls im astreinen, super geilen Fettverbrennungsmodus ist, weil du einfach auf dem Bellycon nicht merkst, dass dein Puls nach oben geht. Ich sehe es auf meiner Uhr, aber du merkst es nicht. Also es ist irgendwie faszinierend, dass es ja da so funktioniert. Also das ist im Moment jetzt so das, was ich mache. Und dadurch, dass ich jetzt BTT schon zum zweiten Mal mache, ist es so, dass ich diese halbe Stunde Muskelgedönse mache und dann, also mir ging es beim ersten Durchlauf natürlich um das, was der Manuel in diesen Kursen auch immer erzählt, weil er vermittelt einfach Wissen pur und ich sauge da auch jedes Wort auf. Und jetzt kannte ich natürlich auch diesen Cardio-Teil ja schon, ich wusste ja schon, was er da alles erzählt hat und so, und dann habe ich jetzt beim zweiten Durchlauf es so gemacht, 30 Minuten Muskeln und dann entweder 30 oder 45 Minuten reine Bellycon-Kurse. So war jetzt in den letzten Wochen dann halt mein Plan. Und wie gesagt, es wird immer alles vom PoLife hier angegeben. Wenn ich mich da morgens einlogge, sehe ich schon, aha, und heute erwartet mich jetzt der und der Kurs. Und dann kann ich mich den ganzen Tag mental darauf vorbereiten. Ne? Und genau, und ich habe ja, wie gesagt, am Anfang diese ganzen Oberkörperkurse gehasst. Es ist auch heute noch nicht so, dass ich jetzt sage, oh, super, Liegestütze mache ich total gerne. Nee, eigentlich überhaupt nicht. Aber ich weiß eben mittlerweile, wie wichtig das ist, alle Körperteile mit Sauerstoff zu durchfluten, was du machst, wenn du Sport machst. Ne? Da kommt ja viel Sauerstoff in deinen Körper rein. Deswegen soll man auch nie so trainieren, dass du total außer Atem bist, weil dann kriegt der Körper zu wenig Sauerstoff. Dann machst du, ne? Bist im anaeroben Bereich und du brauchst aber den Sauerstoff eben auch, um Fett zu verbrennen und so. Und wenn du Oberkörpertraining machst, dann kommt dieser Sauerstoff eben auch an Areale, die sonst nicht so gut durchblutet sind. Und ja, es ist zum Beispiel eben ganz wichtig, gerade bei der Krebsvorsorge oder aber auch bei Krebs, dass man sich bewegt und Sauerstoff durch seinen Körper jagt, damit sich nicht ganz so viele
Krebszellen weiterbilden können, neu bilden können, wie auch immer. Ich kann es nicht so gut erklären, wie der Manuel das kann. Wenn ich jetzt hier irgendwas falsch sage, dann liegt es nur an mir, weil ich beschäftige mich noch nicht lange genug mit dieser Thematik, dass ich euch hier, wer weiß, was für Reden halten könnte. Ne? Aber das ist eben so das, als er das mal erzählt hat in so einem Ganzkörper-Mobilisationskurs, die mache ich übrigens immer sonntags ja dann, diese ganzen Live-Kurse, als er das dann erzählt hat, wie wichtig eben gerade für Frauen, das ist eben zur Vorbeugung von Brustkrebs, da auch wirklich die Brust zu trainieren. Und das sind nun mal Liegestütze, die, glaube ich, jede Frau nicht gerne macht. Ne? Aber wie wichtig das ist, seitdem mache ich jetzt eben auch fast gerne schon Oberkörpertraining, weil ich eben einfach alles trainieren möchte. Ja. Und das ist jetzt dank BTT. Ne? Das war vorher auch noch nicht so. Da habe ich mal gesagt, oh, ne Arme mache ich nicht so gerne. Und ich wusste, ich muss es ja machen. Ich habe dann natürlich mal so einen Schulterkurs dazwischendurch gemacht und dann gemerkt, oh, mir tun die Schultern so weh. Aber das wird ja auch alles mit der Zeit dann besser. Ja. Ich hätte die Uhr ablegen sollen, weil ich kriege immer jetzt mittlerweile auch ja meine ganzen WhatsApp-Nachrichten da drauf und so. Und ja. Okay, also das war jetzt erstmal die Sache. Also wenn das jetzt so weitergeht, dann wird das jetzt hier ein 3-Stunden-Video, sage ich euch gleich. So, dann hat die Steffi gefragt. Hallo liebe Kosti, mich würde mal interessieren, welches Equipment du zum Sporteln so benutzt. Klar, für die BTT-Workouts, Hantel und Matte. Aber benutzt du zum Beispiel deine Kettlebells noch? Ich habe mir eine flexible Stange gekauft wegen ProLife und Terrabänder. Mein liebstes Sportgerät ist aber nach wie vor das Bellycon. Hier mag ich Lindas Workouts am liebsten. Ich stehe jeden Morgen extra eine halbe Stunde früher auf, um beschwingt in den Start zu starten. Steffi, erstmal super Motivation. Also morgens direkt eine halbe Stunde. Finde ich schon richtig klasse. Jetzt zu deinen Fragen. Ich habe mir mal eine Hantel hingelegt. 4 Kilo? Yay. Also ich habe diese hier, die sind von Do Your Fitness. Ich habe die auch alle verlinkt in meinem Blog. Da habe ich irgendwo, da müsst ihr mal oben rechts Hanteln eingeben bei der Suche. Da kommt ihr so auf die ganzen Hanteln, die ich habe. Aber das hier sind so meine Lieblingshanteln. Die sind aus Neopren und sind auch ziemlich handlich. Also die fallen nicht aus der Hand oder so, ne? Und ja, das sind so meine Lieblingshantel. Kettlebells benutze ich gar nicht mehr, weil bei ProLife gibt es keine Kettlebell-Kurse. Habe ich den Manuel natürlich auch mal gefragt. Hat er dann gesagt, weil man einfach zu Hause zu viel falsch machen kann. Also wenn du da Übungen falsch ausübst und das nicht richtig lernst und so, dann kannst du ganz viel mit deinem Körper oder ganz viel Schaden deinem Körper zufügen. Das wollte ich dann natürlich auch nicht. Ich habe meinem Körper genug Schaden zugefügt, auch mit anderen Sportsachen, die ich vorher halt gemacht habe, indem ich eben zum Beispiel Jillian Michaels gemacht habe, die ja für mich eine Einstiegsdroge war und es war echt okay, um überhaupt in Bewegung reinzukommen. Aber die Übungen an sich, wenn ich mir die auch heute angucke, mit dem Wissen, das ich heute habe, denke ich, oh mein Gott, ich kann fast froh sein, dass ich nicht querschnittsgelähmt geworden bin, ehrlich, oder dass ich mir nicht mindestens die Knie kaputt gemacht habe, ne? Die Knie geschreddet habe quasi. Weil es eben bei ProLife nur gelenkschonende Übungen gibt. Also es gibt da nichts, was du zu Hause falsch machen kannst und es gibt nichts, mit dem du dann in 10 Jahren beim Orthopäden sitzt, ne? Und gut, deswegen stehen meine Kettlebells alle im Keller. Ja, die flexible Stange, also ich habe eine Freundin, die auch bei ProLife ist, die hat auch diese Flexibar und von ihr weiß ich, dass die Kurse auch super sind, die macht sie auch. Also Manuel gibt die jetzt aber nicht, da sind dann andere Trainer, ne, die das machen, da kann ich jetzt gar nichts zu sagen. Und Terrabänder habe ich zwar auch, aber seitdem ich jetzt bei ProLife bin, ich glaube, ich habe am Anfang mal 1 oder 2 Mal Pilates gemacht, was ich vorher ja auch öfter gemacht habe, aber ich habe irgendwann gemerkt, nee, also ich mache die Kurse nur mit Manuel, ist so. Ich habe andere Trainer auch ausprobiert, ich habe natürlich auch Bellycon-Kurse mit anderen gemacht. Ich mag auch die Linda, aber ich bin zu sehr Mimi für Linda. Die ist in meinen Augen schon echt richtig hardcore. Ich meine, die Frau ist eine Maschine, ehrlich. Also, ne, ich finde, die macht es auch toll. Nur ich denke, für mich persönlich bin ich da zu alt für wahrscheinlich. Die ist ja auch viel jünger als ich natürlich. Natürlich ist sie viel sportlicher. Aber wenn ich mit ihr so Kurse mache, da bin ich nach 5 Minuten schon nass geschwitzt. Und ich mag lieber dieses, ja, was Manuel halt macht, so dieses Sport für Ältere. Nein, es ist ja nicht Sport für Ältere. Es ist ja trotzdem total intensiv und anstrengend und auch effektiv natürlich. Ne? Aber ich mag es lieber so ruhig und slow. Und vor 10 Jahren hätte ich es wahrscheinlich auch noch anders empfunden. Aber heute ist es halt bei mir so. Und ja, deswegen kann ich eigentlich in erster Linie nur über Manuel reden. Also gut, Bellycon-Kurse habe ich mit Linda ja auch schon gemacht und so. Die sind auch gut. Also es ist nicht so. Aber ich merke so, ah nee, ich habe immer das Gefühl, ich stress mich dann zu sehr, wenn etwas zu schnell und zu
viel so mit Gewicht, also ich bin dann demotiviert, wenn es bei mir nicht funktioniert, ne? Und bei Manuel oder bei Bititi war es am Anfang so, dass ich auch einige Übungen nicht hinbekommen habe. Aber im Laufe der Zeit, also ich habe mal bei Instagram da ein Foto gepostet, wo man so einen Seitstütz macht, also mit einer Hand hier so aufstützen und die Füße auf dem Boden und der Rest des Oberkörpers ist dann oben in der Luft und dann noch einen Arm nach oben mit dem Gewicht. Am Anfang bin ich da immer umgekippt und irgendwann hat es funktioniert. Einfach, weil meine Muskeln wahrscheinlich dann stärker waren und ja. So, Fiona, welche Konfiguration für das Bellycon hast du? Du hast ja viel abgenommen und musstest deswegen bestimmt die Farbe der Bänder wechseln. Oder ja, ich verlinke euch die Konfiguration meines Bellycons nochmal hier. Und weil da werde ich ja ständig jeden Tag nachgefragt. In meinem Blog auf der linken Seite gibt es die Rubrik Sport und da gibt es ein Bellycon-Logo. Und wenn ihr auf dieses Logo klickt, kommt ihr automatisch genau zu der Konfiguration. Und das stimmt, ich habe allerdings schon beim letzten Bellycon neue Bänder gehabt und bei dem allerersten hatte ich halt rote und dann hat ja mein Gewicht sich wirklich sehr verringert nochmal und so und deswegen habe ich jetzt im Moment gelbe. Die ich auch jedem empfehlen kann, zwischen 60 und 90 Kilo, wenn ihr in diesem mittleren Bereich trainiert, wie ich eben auch, also alles, was man bei Pool Life macht und so, da sind die gelben in der Gewichtsklasse dann top. Und ihr könnt aber auch bei Bellycon selber euch ja diese Tabelle angucken. Da seht ihr immer das Gewicht so und so. Und dann richtet euch am besten nach diesem mittleren Bereich. So, dann habe ich hier gar keinen Namen mit kopiert. Früher hattest du so eine Wochenübersicht, welchen Sport du wann betreibst. Das war immer eine Inspiration für mich. Hast du sowas noch oder treibst du nur noch Sport mit Pool Life? Ganz liebe Grüße und einen schönen dritten Advent. So alt ist die Frage schon. Nee, also habe ich ja gerade schon beantwortet. Ich mache nur noch Pool Life und da kann ich euch auch gar nicht die Trainingspläne jetzt posten, weil die werden mir ja eh jeden Tag da so von Pool Life halt angezeigt. So, Konrad, liebe Kossi, ist eigentlich eine Sportfrage, aber ich schreibe sie jetzt doch mal, weil ich so neugierig bin und ich glaube, viele Ähnliches wissen wollen. Ach so, genau, das war, weil ich zu dem Ernährungsvideo ja auch Fragen oder weil ihr Fragen stellen konntet. Also du bist ja hier zusammen mit dem hammermäßigen Manuel für viele von uns absolutes Vorbild. Ich meine, ist ja schon mal geil, dass ihr Manuel und mich in einem Satz erwähnt. Ne? Das ist ja schon mal Utopie pur, aber okay. Ging es dir, als du mit Pool Life begonnen hattest? Wie ging es dir, als du mit Pool Life begonnen hattest? Bist du gleich mit dem Tempo mitgekommen? Ich war bis jetzt totaler Sportmuffel und so toll ich mich nach absolviertem Kurs auch fühle, ich komme nie mit Manuels Tempo mit und bei manchen schwierigen Übungen denke ich mir, ich werde ihn nie können. Ging es dir auch so oder manchmal auch jetzt? Kann mir gar nicht vorstellen, dass du mal unsportlich warst, so wie du dich auf dem Bellycon bewegst. Wie geht es dir mit der Koordination bei den Übungen? Würde mich unendlich freuen, wenn du meine Fragen beantwortest. Ganz tolle Grüße, Konrad. Ja, also erstmal gibt es ja, wenn, also ich war ja nicht ganz unsportlich, als ich mit Pool Life anfing, da habe ich ja schon 2 Jahre Sport gemacht und es gibt aber auch Anfängerkurse, die habe ich jetzt allerdings nicht gemacht, ich habe immer direkt die mittleren Kurse gemacht, ne? Es gibt aber Anfängerkurse und vielleicht solltest du dir die erstmal angucken und was die Geschwindigkeit angeht, also gerade auch auf dem Bellycon, weiß ich, dass es bei mir am Anfang auch so war, wenn zum Beispiel so Übungen waren, dass Manuel ein Bein nach vorne, eins nach hinten und wenn er dann so nach vorne, nach hinten, nach vorne, nach hinten, da habe ich immer gedacht, so mal, ey, wenn ich einmal nach vorne und nach hinten schwinge, dann ist der schon dreimal geschwungen, wie geht denn das? Das kommt aber wirklich im Laufe der Zeit. Erstmal, weil man auf dem Bellycon selber fitter wird und natürlich auch, wenn du parallel dazu Muskelaufbau machst, hast du eben dieses ganz andere Körpergefühl, eine ganz andere Körperspannung, dass dein ganzer Körper eben viel innen drin auch vor allem viel gestraffter ist, dass du dich viel schneller bewegen kannst. Also das Gefühl habe ich bei mir. Ne? Je mehr Kraft dazu kommt, desto schneller geht das alles auch. Also es kommt. Und wie gesagt, ne, ich habe auch ganz viele Übungen gehabt, die ich am Anfang überhaupt nicht konnte, wie dieser Seitstütz oder hier Liegestütze. Am Anfang habe ich nicht mal eine geschafft, mittlerweile vielleicht so 5, 6. Aber dann ist auch gut, dann muss ich auch schon auf die Knie gehen. Ne? Also, und ich komme auch nicht so tief runter mit den Armen, dann noch nicht. Ne? Aber das wird irgendwann kommen. Und das ist ja natürlich auch Motivation, da halt so weitermachen, ne? Weiterzumachen, damit man da irgendwann hinkommt. Ne? Ich werde natürlich nie in meinem Leben so ein Fitnesslevel erreichen, das Manuel hat, weil er macht es schon fast 30 Jahre. Ne? So, dann die Uli. Da bin ich gleich nochmal, diesmal mit einer Sportfrage zu Pool Life. Ich schnalle es irgendwie nicht, wie das dort mit den Programmen funktioniert. Wollte mich für das 3-tägige Einsteigerprogramm anmelden. Wenn ich das mache, dann erscheint aber für 7 Tage die Woche jeweils eine Trainingseinheit. Dachte, das wäre nur 3-mal pro Woche. Also irgendwas
verstehe ich das scheinbar nicht. Wäre toll, wenn du das vielleicht erklären könntest. Bleibt zum Beispiel ein Training sozusagen so lange als das Training des Tages stehen, bis ich es tatsächlich absolviert habe. Also wenn es zum Beispiel mit einer Einheit Bauch, Beine, Po anfängt, die ich aber nicht an Tag 1 mache, steht dann am zweiten Tag immer noch diese Einheit als mein Training des Tages an oder habe ich das dann übersprungen? Hoffe, du verstehst meine Frage. Ganz liebe Grüße, Uli. Ja, es ist so, du siehst ja, wenn du dir so ein Programm erstellst, dann steht da ja Montag, der so und so vielte, dann musst du das machen. Dann steht da Dienstag, Mittwoch und so weiter. Wenn du jetzt am Montag den Kurs nicht machst, ist der weg. Der wird dir am nächsten Tag nicht mehr angezeigt. Ne? Und da ja Polife nicht weiß, wann, also in der Woche, wann du deine 3 Sporttage hast, hauen die natürlich 7 Tage da rein und du suchst dir davon einfach dann, wenn du sagst, du möchtest halt 3 Tage die Woche was machen, suchst du dir dann Montag, Mittwoch, Freitag zum Beispiel aus und machst dann die Kurse. Ist also nicht schlimm, wenn da jetzt ein Kurs dann nicht dabei ist oder so, sondern die wissen nicht, wann du Pause machst oder wann du eben Sport machst und deswegen stellen die dann eine ganze Woche zur Verfügung und du pickst dir einfach die Tage daraus, an denen du halt Sport machen möchtest. Das waren schon alle Fragen, die ihr mir gestellt habt. Ich gucke mal ganz kurz noch mal eben. Moment. Nee, das waren alle. Ach, Moment, ich habe mir doch auch noch einen Spickzettel gemacht. Weil jetzt komme ich natürlich gleich zu dem, was ich euch alles erzählen möchte. So. Moment. Ja, also ich hatte ja gerade schon gesagt, es gibt eben auch Anfängerkurse, ne? Es gibt auch, und da hatte ich ja auch jetzt neulich hier bei Insta, also folgt mir bitte bei Instagram, also gerade wenn euch jetzt das Thema Sport interessiert, da poste ich sehr, sehr viel, zum Beispiel sowas hier. Das ist das erste Mal, dass ich so etwas wie ein Vorher-Nachher-Foto gepostet habe. Ich habe noch nie ein Foto gepostet, also mit meinem Ausgangsgewicht. Das gibt es auch gar nicht. Es gibt wirklich kein Foto. Also ich habe noch nicht mal irgendwo auf dem Rechner oder hier auf dem Handy oder so. Ich habe nirgendwo ein Foto mit meinem Höchstgewicht. Ich habe aber damals ein Foto gemacht, als ich mit Sport angefangen habe. Also nicht mit Polife, sondern damals eben tatsächlich noch mit Shred. Und dieses Foto habe ich eigentlich nur für mich gemacht. Und da ich jetzt aber gerade in dem letzten halben Jahr von euch so viele Mails bekomme mit Fragen zu Polife und zu dem Bellycon. Und dann höre ich immer, ja, aber ich bin total unsportlich und ich wiege so und so viel Kilo. Ich kann doch gar keinen Sport machen. Und dann sage ich dann immer, das stimmt nicht. Weil als ich angefangen habe eben hier auf dem linken Foto, ne, auf dem hier, ich sage euch jetzt nicht mein Gewicht, aber es war viel, es war sehr viel. Und ich habe trotzdem angefangen. Und ich frage mich oder würde mich auch fragen, wenn ich damals gesagt hätte, nee, ich bin zu dick für Sport, ich kann mich nicht bewegen oder was weiß ich, wo wäre ich dann heute? Ich habe einfach angefangen und es war sauschwer. Ich bin gestorben vor Muskelkater, weil ich mich vorher 45 Jahre überhaupt nie bewegt habe. Ne? Aber ich habe halt einfach irgendwann angefangen. Und deswegen habe ich irgendwie letzte Woche dieses Foto gepostet, um euch eben zu zeigen, es geht. Und gerade bei dem Bellycon, das habe ich euch auch im letzten Video schon gesagt, wenn ihr übergewichtig seid, gibt es verdammt nochmal nichts Besseres als dieses Gerät. Weil ihr könnt durch leichtes Schwingen, und da reichen ein paar Minuten am Tag, Gewicht verlieren. Ihr müsst viel, viel trinken. Ich zeige euch das mal eben. Ich habe hier, das sind 750 Milliliter, ne? Eine ganze Flasche. Ich trinke immer, da werde ich auch ständig nachgefragt, Staatlich Fachingen Still, das ist hier drin für vorm Sport und beim Sport mit einem Teelöffel Himalaya-Salz. Und wenn ich so außerhalb des Sports was trinke, dann trinke ich das hier, Gero Steiner Medium. Ihr müsst vorher 750 Milliliter bis 1 Liter trinken, bevor ihr aufs Bellycon geht. Ne? Das habe ich euch ja, glaube ich, beim letzten Video auch schon erzählt. Dadurch wird der ganze Körper durchspült, die ganzen Lymphe, also das ganze komplette Lymphwasser aus eurem Körper wird einmal umgewälzt und wenn ihr danach auch noch mal viel trinkt und viel Pipi macht, spült ihr diesen ganzen Rotz raus. Das ist wie Detox, ne? Entgiften. Und dadurch nehmt ihr natürlich dann auch ab. Ne? Also ihr müsst da keine Akrobatik auf dem Bellycon machen, im Gegenteil. Es ist zum Beispiel so,
dass auf dem Bellycon ja gar nicht richtig, wer weiß wie, gesprungen wird. Ihr müsst nicht richtig außer Atem kommen, das habe ich euch gerade schon erklärt, ne, mit diesem anaeroben Bereich. Es reicht, wenn ihr darauf schwingt. Für mich ist einfach, sind diese Bellycon-Kurse Erholung pur. Natürlich schwitze ich da auch manchmal, je nachdem, welche Übungen da halt so gemacht werden. Aber es ist nicht so, dass man 3/4 Stunde da steht und von Anfang bis Ende... Also das wäre total kontraproduktiv. Es wäre absolut nicht sinnvoll. Also es ist sehr, sehr entspannt. Und es ist so ein bisschen wie Schwimmen, möchte ich fast sagen. Weil, also ich schwimme ja jetzt nicht, aber ich kenne das von früher noch. Wenn man im Wasser ist, merkt man sein Gewicht nicht. Und das merkst du auch nicht, wenn du da drauf stehst. Wenn du 150 Kilo hast oder 180 Kilo oder so und du stellst dich da drauf und schwingst, du wirst dich so leicht fühlen. Es ist wirklich so. Wenn ich da drauf stehe, denke ich manchmal, ich wiege 10 Kilo. Nee, ehrlich, aber weil du es einfach nicht merkst, durch diese Schwingung, die ja durch deinen Körper so geht. Also wenn du einmal auf den Boden springst und einmal so auf den Bellycon schwingst, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und ich möchte jetzt gerne auch eine Warnung aussprechen, denn ich bekomme von vielen dann auch so die Nachrichten, ja, kostet die Bellycon, ich hätte ja gerne eins, aber das ist mir so zu teuer. Es ist nicht günstig, das stimmt, aber es ist jeden Cent wert. Und das sage ich jetzt nicht, weil, keine Ahnung, ich kriege für dieses Video kein Geld. Ich sage das, weil ich davon überzeugt bin. Ich habe mir dieses Teil gekauft. Es ist, glaube ich, das teuerste, das es im Moment da gibt. Ich habe es mir ja in Edelstahl auch gekauft, weil ich es einfach schön finde und weil ich weiß, dass dieses Teil, wenn nicht irgendwas Neues wieder bei Bellycon erscheint, wird dieses Teil mich mein Leben lang begleiten. Und ich möchte eine Warnung aussprechen, weil ich dann auch von einigen von euch Nachrichten bekomme, auch bei Instagram. Guck mal, Kossi, ich springe jetzt auch auf dem Trampolin. Ich habe mir zwar kein Bellycon gekauft, aber hier so eins. Und dann sehe ich diese Trampoline, die es bei Tchibo für 50 Euro oder so gibt, zum Beispiel. Also nicht nur bei Tchibo, sondern die gibt es ja überall. Da machen ja auch Leute im Fernsehen Werbung mit, ne? Mit diesen tollen Stahlseilen. Ey, mittlerweile ist es so, wenn ich das sehe, ey, da möchte ich erstens den Herstellern das Ding um die Ohren klatschen und sagen, ey, diese Teile dürften überhaupt nicht verkauft werden, weil die so gesundheitsschädlich sind, gerade diese Stahlfedern. Damit macht ihr euch die Gelenke kaputt. Euch wird kotzübel auf dem Ding. Also ihr richtet nur Schaden an. Es ist wirklich so, dass diese Seiltechnik, dieses Bellycon hat, halt einmalig ist. Und ich könnte jetzt erklären, wieso, weshalb, warum das so ist. Das kann aber der Manuel viel, viel besser. Denn der hat ja auch Bücher geschrieben, die ich ja mittlerweile auch alle habe. Und zwar ist das ja jetzt ein ganz aktuelles, das 5-Minuten-Trampolin-Training. Und da erklärt er auch genau den Unterschied zwischen anderen Bellykonen, eben gerade mit diesem... mit diesen Stahlseilen. Ich versuche das mal ganz laienhaft jetzt zu machen. Wenn ihr jetzt ein Trampolin habt, für 35 Euro, von einer Sportfirma, habe ich schon gesehen, ne? Mit Stahlseilen und ihr schwingt da drauf, dann ist es ja so, Stahl ist ja nicht unendlich dehnbar. Ne? Ihr springt und das, jedes Mal ist das Stahlseil ja Ende, Ende, Ende. Das ist genauso, als wenn ihr auf den Boden springt. Als wenn ihr von irgendwas runterspringt, zack, auf den Boden, zack, wieder auf den Boden, zack, auf den Boden. Könnt ihr euch vorstellen, dass es nicht gut für die Knie ist zum Beispiel? Also es ist gar nicht so, dass der Körper diese Dämpfung, diese weiche Dämpfung erfahren kann. Der kriegt jedes Mal einen zack auf die Mütze und bumm und bumm und bumm, ne? Stahlseil. So. Es gibt auch Trampoline mit einem Seilring, also auch Gummiringe dann, aber mit einem. Da ist eins komplett so in so Schleifen, sag ich mal, so gespannt. Wenn du da drauf schwingst, kann es irgendwann passieren, dass die Matte nicht mehr hundertprozentig in der Mitte sitzt. Dann schwingst du da drauf und dein Körper ist nicht im Gleichgewicht. Das merkst du in dem Moment vielleicht nicht, aber irgendwann wirst du dann Probleme haben, weil dir vielleicht das rechte Knie nur wehtut oder nur das linke Knie oder so. So, und bei diesen Gummiseilen ist es halt so, erstmal ist da jedes Seil einzeln. Also diese Matte kann nicht verrutschen. Und diese Gummiseile sind, und ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl, hätte ich jetzt vorher eigentlich nochmal nachlesen müssen, schreibt Manuel aber auch in dem Buch, dieses Seil kann sich dehnen bis auf das 4- oder 5-fache, glaube ich, deines Körpergewichts. Das heißt, das wirst du nie schaffen. Du wirst es nie schaffen, mit deinem Körpergewicht diese Matte so nach unten zu dehnen, dass dieser Effekt eintritt, den du beim Stahlseil hast. Dieses abrupte Ende. Das wirst du nie erreichen. Nie.
Es ist immer dieses langsame, leichte, gelenkschonende Schwingen. Und das ist der größte Unterschied. Und wenn Leute dann schreiben, ich hatte auch mal ein Trampolin, aber mir taten da die Knie hinterher so von weh und so. Also Trampolin ist einfach nichts für mich, ne? Dann möchte ich die auch schütteln. Dann möchte ich sagen, ja, das ist so, wenn du jetzt in so einen 30 Jahre alten VW Opel, wollte ich gerade sagen, ich gehe mir nur mit Autos nicht aus, hier VW Polo steigst, ne, voll verrostet, schimmelige Sitze und was weiß ich. Und du willst damit nach Spanien in den Urlaub fahren. So, und dann sagst du hinterher, Autofahren ist nichts für mich. Oder sagst du dann, war einfach nur ein falsches Auto. Ne? Also ich möchte wirklich eine Warnung davon aussprechen, denn ich habe es ja gesehen, ne? Also ihr, gerade bei Insta, ne? Ihr markiert mich ja dann auf den Fotos und sagt dann, guck mal kurz, ich habe mir jetzt auch ein Trampolin gekauft. Oh, und dann sitze ich da wirklich und ich kann es einfach nicht, noch nicht mal liken. Ich schreibe dann dazu, ne? Ich schreibe dann so wirklich, dein Körper wird dir schon sagen, ob es das richtige Gerät ist, ne? Aber ich möchte wirklich diese Warnung aussprechen. Dann spart lieber ein paar Monate, ein paar Jahre oder so, aber kauft euch was Vernünftiges, weil wenn ihr dieses Billigzeug kauft, kauft ihr zweimal. Ist so. Und weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als irgendwas jeden Tag zu machen, womit ihr eurem Körper schädigt, ne? Ja, und wie gesagt, das steht aber alles in diesem Buch. Das kann ich euch nur ans Herz legen. Mittlerweile ist es so, wenn ihr ein Bellycon kauft, ist dieses Buch kostenlos dabei. Wenn ihr aber jetzt sagt, naja, im Moment habe ich jetzt eh noch kein Geld für ein Bellycon, ich will mich aber schon mal informieren, dann lest bitte dieses Buch. Lest es auch, wenn ihr gar kein Trampolin haben wollt, weil, und das ist mir ja selber auch aufgefallen, in allen Büchern von Manuel, die ich natürlich alle habe. Ich hatte mir als allererstes hier dieses 5-Minuten-Faszientraining gekauft. Letztes Jahr ist es ja erschienen. Und Faszientraining ganz einfach deshalb, weil ich ja Faszientraining auch mache. Übrigens, da werde ich auch immer nachgefragt, welche Rolle ich benutze. Ich benutze genau die, die da in dem Studio auch benutzt wird. Die habe ich natürlich dann auch verlinkt, ne? Diese blaue ist das. Das ist keine Black Roll, weil die zu hart sind. Also das sage jetzt nicht ich aus eigener Erfahrung, beziehungsweise schon. Ich habe sowas wie eine Black Roll auch schon ausprobiert. Einmal da drauf gerollt und das Ding stand 3 Jahre in der Ecke, ne? Weil es einfach überhaupt mir nichts gebracht hat. Und Manuel sagt eben auch in den Kursen, weil das viel zu viel, dieser Schmerz, der dann entsteht, ist viel zu viel Stress für den Körper. Und negativer Stress ist schlecht für den Körper, weil der Körper dann das körpereigene Cortison, sprich Cortisol, das ist ein Stresshormon, ausschüttet, das zum Beispiel auch die Abnahme verhindert, ne? Hemmt. So. Und ich komme mal hier von Hölzgen auf Stöcksgen, ey. Was wollte ich sagen? Genau, und habe ich ja dieses Faszienbuch auch gelesen und habe dann auch gesehen, es geht gar nicht nur um Faszien, also oder um das Faszientraining. Da sind zwar hinten auch so Übungen drauf, die man machen kann. Es gibt auch eine kostenlose App, immer zu allen Büchern auch, ne? Aber da geht es ja gar nicht nur um Faszien. Der redet ja über den ganzen Körper. Boah, wie geil interessant das ist, mal zu erfahren, wofür ist dein Bindegewebe überhaupt wichtig? Was kannst du machen, um dein Bindegewebe zu schützen, auch im hohen Alter noch? Oder es vor schneller Alterung zu schützen und so. Da geht es natürlich auch um Nahrungsergänzungsmittel. Vor Polife habe ich gedacht, brauche ich nicht. Ich esse genug Gemüse und Obst. Da wollte ich doch keine Nahrungsergänzungsmittel. Nachdem ich das Buch hier gelesen hatte, habe ich aber ganz anders darüber gedacht. Steht natürlich jedem frei, ob er jetzt Nahrungsergänzungsmittel nimmt oder nicht. Ich kann nur sagen, ich nehme sie jetzt mittlerweile. Und da werde ich dann auch immer nachgefragt, aber ich werde euch nicht sagen, hier, ich nehme dieses Produkt, das Produkt, das Produkt. Da müsst ihr schon selber googeln und so. Alle Sachen stehen hier drin, die ich nehme. Plus, ich nehme noch OPC, das ist ein Traubenkernextrakt, und MSM, das ist sowas Schwefelhaltiges, das noch zusätzlich und ansonsten halt alles, was hier drin steht, aber die einzelnen Produkte sucht euch bitte selber raus, könnt ihr bei Amazon einfach mal gucken, teilweise kriegt ihr die auch im Rewe, hier von Doppelherz oder so, ne? Also die sind ja nicht schlecht dann. Und genau, ich möchte da einfach nicht die Verantwortung nehmen. Naja, nimmt ihr irgendwas, kriegt da Durchfall von und sagt, ja, die Kostüme hat mir das aber empfohlen. Also jeder Körper reagiert ja anders darauf, ne? Aber das habe ich zum Beispiel dann hier gelernt. Und ich hatte halt vorher nicht dieses Rückentrainingsbuch, das ist ja davor erschienen, das hatte ich dann nicht. Und habe nach dem Faszienbuch dann gedacht, okay, ich habe keine Rückenprobleme, aber wenn er da auch über den ganzen Körper so viel schreibt, ist es ja total interessant. Also habe ich mir auch das Buch gekauft und siehe da, ich weiß jetzt zum Beispiel auch ja, wie man Rückenschmerzen vorbeugen kann oder warum Rückenschmerzen überhaupt entstehen. Und in meinem Freundes- und Bekanntenkreis ist es so, dass ich da teilweise wirklich belächelt wurde. Ich sage da jetzt auch mittlerweile nichts mehr zu, weil ich selber gemerkt habe, wie schwierig es ist, jemanden davon zu überzeugen,
dass man mit wenig Sachen Dinge besser machen kann. Sogar Bandscheibenvorfälle. Bellicon, mit akutem Bandscheibenvorfall kannst du sogar auf dem Bellicon schwingen. Nur schwingen, jetzt nicht eine halbe Stunde, so ein paar Minuten, 5 Minuten. Irgendwo habe ich das hier gelesen, auch in dem Buch. Das hatte ich auch mal in so einer Insta-Story vorgelesen. Da reichen ein paar Minuten und schon bei einem akuten Bandscheibenvorfall, und meine Mutter hatte vor 20, 25 Jahren einen akuten Bandscheibenvorfall, und ich habe gesehen, wie sie aus dem Bett, ja, sich fast hat fallen lassen. Die ist auf allen Vieren gelaufen zur Toilette, weil die nicht aufstehen konnte. Die ist auch damals operiert worden und so. Ich meine, heute würde ich ihren Bellicon da hinstellen. Aber war halt damals so. Hier, akute Bandscheibenvorfälle. Ich lese es jetzt echt vor hier, ne? Sie können das Mini-Trampolin sogar bei akuten Bandscheibenvorfällen nutzen. In solchen Fällen rate ich Ihnen, sehr leichtes Schwingen durchzuführen, wirklich sehr leichtes. Hören Sie sehr gut auf Ihren Körper und machen Sie keine Sprünge, nur leichte Schwünge. Nach 5 bis 10 Minuten wird sich eine merkliche Besserung einstellen. So, und wenn in meinem Freundes- und Bekanntenkreis die Leute stöhnen, ich habe Rückenschmerzen, ich habe Nackenschmerzen, ich habe einen Bandscheibenvorfall, kommt die Kossi dahin und sagt, erstens musst du mehr trinken, zweitens musst du dich bewegen, Verspannungen zum Beispiel. Ich habe euch das auch schon mal in anderen Videos erzählt, dass ich jahrelang, also ich war eine Verspannung. Ich war eine Verspannung. Selbst als ich schon Sport gemacht habe, habe ich Verspannungen gerade im Nacken gehabt. Heute habe ich nichts mehr. Nichts. Mir tut nichts an meinem Körper weh, weil ich die richtigen Übungen dafür mache, weil ich noch mehr trinke, als ich es ohnehin schon gemacht habe. Also ich komme locker auf 5, 6, manchmal 7 Liter am Tag. Das ist nicht zu viel, wenn ihr das über den ganzen Tag ja verteilt seht. Ne, ich trinke jetzt nicht 5 Liter in der Stunde. Und wenn ich das aber dann so den Leuten so sage, habe ich gemerkt, du wirst belächelt. Oder wenn ich dann zum Beispiel, habe ich neulich noch einem Bekannten erzählt, der ständig Wadenkrämpfe hat. Ne? Da habe ich gesagt, pass mal auf, erstmal nimmst du Magnesium, Calcium, Vitamin D3 als Kombipräparat am besten, mehrmals am Tag. Trinkst ganz, ganz viel, und in jedes Glas, das du trinkst, machst du ein bisschen Himalaya-Salz. Ne? Kommt von ihm, Himalaya-Salz. Die denken, ich habe an eine Pfanne. Aber es hilft. Und auch da muss ich jetzt meine Mutter ins Boot holen. Schade, dass sie jetzt nicht hier ist, aber sie würde eh nicht vor die Kamera kommen. Seit dem Bandscheibenvorfall damals, also sie hatte dann auch eine Thrombose bekommen im Krankenhaus und so. Und seitdem hat sie auch jahrelang jetzt Probleme mit Wadenkrämpfen, hat immer nur Magnesium genommen. Da wussten wir ja auch noch nicht, dass man Magnesium am besten mit Calcium nehmen sollte. Und eben Vitamin D3 auch, ne? Habe das Ganze mal so umgestellt, und auch mit diesem Himalaya-Salz, also auch meine Mama macht sich jedes Mal eine Prise Himalaya-Salz in ihr Getränk rein, und ich schwöre, sie hat seitdem keine Wadenkrämpfe mehr gehabt. Also frage ich mich, habe ich jetzt recht mit dem, was ich sage, beziehungsweise hat Manuel recht mit dem, was er sagt, oder nicht, ne? Und so ist es halt auch mit den Rückenschmerzen. Und ich habe dann gemerkt, wenn ich das aber so sage, oder auch mit den Verspannungen, ne, wenn ich dann sage, trink ein bisschen mehr, dann kommt immer, ja, aber ich trinke ja schon 2 Liter und so. Aber wenn ihr euch die ganzen Videos anguckt bei Manuel, werdet ihr wissen, dass 2 Liter nicht reichen. Die reichen ja zum Überleben. Also du kannst auch jeden Tag zu McDonald's gehen und essen, da wirst du auch überleben irgendwie, ne? Aber es geht ja um den Langzeitfaktor und so. Und das, ich habe das wirklich alles eben bei Polife aufgesogen, dieses Wissen. Ich habe es verinnerlicht, und ich merke ja, ich spüre ja an meinem eigenen Körper, wie gut es mir damit geht. Und nochmal aufs Bellicon auch zu kommen. Ich habe euch erzählt, früher, ich habe ja bei YouTube auch gesucht nach Bellicon-Kursen. Ich habe ja nichts Gescheites irgendwie gefunden. Wenn dann irgendwas aus Amerika, wo die dann wieder schön Englisch gesprochen haben und so. Ich habe einfach nichts Gescheites gefunden. Und seitdem ich die Kurse ja jetzt mache, mache ich ja erstmal jeden Tag eben diese 30 oder 45 Minuten. Das habe ich ja vorher nie geschafft, weil durch meine Eigenmotivation mit jetzt hier Musik an oder so, habe ich es nicht geschafft, so lange am Ball zu bleiben. Dadurch, dass man da die Kurse aber macht und der Manuel dann auch immer schön erklärt, wieso, weshalb, warum man gerade die und die Übung macht. Übrigens nicht nur beim Bellicon, sondern bei allen Übungen macht er das. Der erklärt genau, warum. Warum macht man so eine Übung zum Beispiel bei der Ganzkörpermobilisation, wo man so anfängt, hier die Hände in die Hüfte und dann so zur Seite und immer so wippen. Immer so wippen, zur Seite. Und ja, man denkt so, hey, würdest du jetzt bei YouTube ein Video sehen, dann machst du dann einfach so und hast gar keine Ahnung, warum. Der Manuel erklärt dir aber, warum. Und es ist
So hammerinteressant. Was, das hat dann mit der Bandscheibe halt zu tun. Ich könnte es jetzt erklären, aber ich möchte ja, dass ihr euch dann die Kurse mal anguckt. Ne? Genau, deswegen wollte ich halt noch sagen, also seitdem ich dann die Kurse da mache, mache ich eben viel, viel mehr Bellycon. Und jeden Tag. Also ich habe samstags sportfrei, aber ich mache dann zur allgemeinen Bewegung, sag ich mal so, und auch natürlich, um auf meine 10.000 Schritte am Tag zu kommen, mache ich auch samstags dann halt einen Bellycon-Kurs. Aber das ist ja für mich Entspannung. Ne? Und ich hatte ja früher auch ein Fahrrad. Also ich brauche kein Fahrrad mehr jetzt. Ne? Für draußen schon, jetzt im Frühling und Sommer und so freue ich mich natürlich, wieder draußen mit dem Fahrrad fahren zu können. Aber um jetzt meine Kondition zu verbessern und so, reicht es auch. Also vollkommen. Ne? Weil einfach das Bellycon für alles ist. Für alles. Und ohne Scheiß. Also seitdem ich jetzt Pure Life mache, ist es so, dass ich ja erstmal merke, dass mein Körper sich verändert, eben durch den hohen Eiweißkonsum auch, dass ich merke, ich bin viel straffer, so innen drin eben auch vor allem, aber auch die Psyche. Also ich merke sehr, dass ich, wie soll ich sagen, dass ich viel, viel stärker irgendwie mich fühle, selbstbewusster bin oder so, weil ich denke, ey, weißt du, wenn ich das alles geschafft habe, schon allein nach Bititi, das war so ein Erfolgserlebnis, diese 6-7 Wochen so durchzuziehen, wirklich jeden Tag, außer Samstag, das so zu machen und zu denken, geil, und ich habe das geschafft, einfach so. Und du wirst einfach mental stärker. Übrigens auch, Bellycon gegen Depressionen zum Beispiel auch, ne? Oder, das Bellycon ist gegen alles. Es ist gut für den Beckenboden. Da schreiben mich manchmal Mütter an. Ja, Kuss, ich habe hier 3 Kinder gekriegt und mein Beckenboden und bla und so. Ne? Und gerade auf dem Bellycon ist es überhaupt gut. Ja, ja, ist es. Am Anfang kann es passieren, dass du ganz oft Pipi machen musst, eben schnell auf Toilette dann gehen und so. Also selbst ich, wenn ich ja vorher dann einen Liter trinke, muss ich auch manchmal. Also es kommt immer so auf den Tag irgendwie auch an oder auch auf die Uhrzeit oder so. Manchmal muss ich nur einmal Pipi machen, aber einmal muss ich immer. Also einmal Pipi machen, zwischendurch muss ich immer, dann stoppe ich ganz kurz, gehe eben schnell Pipi machen und dann mache ich weiter. Ne? Manchmal auch zweimal. Und beim Beckenboden kann es am Anfang sein, dass es mal öfter muss. Und du musst aber auch gehen, nicht anhalten. Das ist kontraproduktiv. Ich komme vor wie Manuel, weil genau so hat er es erzählt. Also auch gegen Beckenboden beschweren oder dass der Beckenboden gestärkt wird oder so. Ja, gegen Übergewicht, es ist ein Detox, es ist gegen Depressionen. Oh, mir fällt es gar nicht alles ein. Zum Beispiel, was Manuel auch erzählt hatte mal in einem Kurs, das fand ich unheimlich interessant, da hatte er einen Bericht jetzt gesehen über die NASA, dass die NASA festgestellt hat, dass in der Schwerelosigkeit Krebszellen nicht wachsen können. Und wenn du 60 Minuten auf dem Bellycon schwingst, bist du davon 40 Minuten schwerelos. Mal dieser ganz kurze Moment ist das ja, wenn du so hoch springst, ganz kurz bist du ja schwerelos. Und wenn du das alles zusammenzählst, sind es 40 Minuten in einer Stunde. Nur mal so nebenbei. Oder, ich weiß jetzt gar nicht irgendwie, weil es einfach wirklich für alles ist, für alles. Ach ja, Muskelkater ist ja auch noch so ein Thema. Habe ich, glaube ich, aber in den letzten Dings auch schon erzählt. Ne? Heute weiß ich es aber noch besser, möchte ich es euch erklären. Also, ich versuche es jetzt wieder nur so laienhaft. Also, wenn ihr jetzt Muskeltraining macht, ne? Macht ihr eure Muskeln kaputt, was vollkommen gewollt ist und vollkommen okay. Nicht, dass ihr Schmerzen habt, aber dieses Brennen in den Muskeln ist wichtig. Ne? Dieses Brennen, wo ich immer denke, oh, ich würde jetzt lieber aufhören, ich würde aufhören, ich würde aufhören. Aber man versucht dann halt so lange wie möglich, das so zu machen. So, in dem Moment machst du die Muskeln kaputt und die reißen. Also ganz, ganz kleine Muskelfaserrisse. Muskeln bestehen aus Protein und durch diese Faserrisse bildet sich Laktat im Körper. Wenn du danach dann Cardio machst, ob jetzt dann eben auf dem Boden oder auf dem Bellycon und vorher genug trinkst natürlich auch, ne, wird dieses Laktat durch das Lymphsystem, ich hoffe, ich erkläre es jetzt echt richtig, durch das Lymphsystem abtransportiert und ausgespült. Das heißt, du bekommst, ich möchte nicht sagen gar keinen Muskelkater, weil bei Bititi habe ich trotzdem Muskelkater gehabt, aber ich möchte nicht wissen, wie dieser Muskelkater gewesen wäre, wenn ich danach kein Cardio oder Bellycon gemacht hätte. Also und alleine vom Bellycon bekommst du keinen Muskelkater. Wenn du jetzt nur Bellycon-Kurse machst, bekommst du davon keinen Muskelkater, auch wenn du das denkst am Anfang, weil dir gerade am Anfang die Waden wehtun werden.
War bei mir damals auch so. Da habe ich gedacht, ach du meine Güte, ich kriege nachher solche Waden, also Fußballerwaden. Ne? Das ist das Lymphwasser. Bei dem Schwingen, also das komplette Lymphwasser deines Körpers schwingt ja. Und das schwingt natürlich nach unten. Ne? Und dann schlägt das in die Waden. Das sind nicht die Muskeln. Wenn du vom Bellicon runtergehst, ist dieses Gefühl auch sofort weg. Ne? Also weil viele dann denken, oh, mir tun die Waden weh, da kriege ich morgen einen Muskelkater. Ihr bekommt rein von dem Bellicon keinen Muskelkater. Weil es eben ne, diese ganzen Schadstoffe, sprich in dem Fall Laktat, ausspült. Jetzt gucke ich mal gerade, ob ich auf Anhieb noch irgendwas anderes so finde. Ist natürlich Fettstoffwechseltraining, ist natürlich für den Fettstoffwechsel gut oder auch für die Verdauung. Ne? Hatten wir neulich beim Live-Video, ich muss es jetzt auch mal hier erzählen, hatte neulich Besuch hier von der Manuela, mit der ich zusammen ein Live-Insta-Video auch gemacht habe und die hat auch einen Bellicon. Und da haben wir vorher schon so drüber gesprochen, so dass ich gesagt habe, so, ey, ich muss mich mal vorpupsen auf dem Bellicon. Ey, gut, dass ich nicht in so einen Kurs gehe, ne? Ehrlich, ich könnte es gar nicht dann anhalten manchmal, ne? Das ist halt, weil die Peristaltik natürlich da auch bewegt wird. Alles, jede Zelle deines Körpers wird aktiviert, wenn du auf dem Bellicon schwingst. Und es reicht das Schwingen. So, und dann habe ich ja immer bei Instagram in letzter Zeit mal so Videos hochgeladen, auch kurze Videos. Die könnt ihr auch alle da sehen, also es ist nicht eine Insta-Story, sondern ganz normal diese Videos, wo ich dann auf dem Bellicon tanze im Prinzip. Also ich mache dann gute Musik an und dann dance ich da so ein bisschen. Möchte aber nochmal dazu sagen, weil ich da auch immer die Frage bekommen habe, ist es das, was du jeden Tag auf dem Bellicon machst? Nein, das ist nur Show für euch, dass ich so ein bisschen den Max mache. So gehe ich ab, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, abends sehe, ach scheiße, ich habe erst 9000 Schritte oder so, ich muss aber nirgendwo mehr hin, was mache ich denn jetzt? Ne? Dann gehe ich dann rauf, mache wirklich gute Musik an, dance da so ein bisschen, bis ich meine 10.000 Schritte voll habe. Oder eben, ich stelle das Handy dahin und filme das Ganze für euch, damit ihr seht, eben auch, es macht einfach Spaß. Ne? Das sind aber nicht die Kurse, die ich mache. Weil da 3 Minuten dann zu dancen, da bist du schon richtig gut außer Atem, ne? Wenn du das heftig irgendwie so machst. Und das mache ich natürlich dann nicht 45 Minuten lang. Ne? Das ist einfach nur just for fun dann so. Und ja. Ja, und ich kann nicht mehr sagen, als eben, dass ich wirklich das Gefühl habe, oder es ist so, dass ich durch Polife angekommen bin. Ich bin jetzt da, wo ich denke, das ist genau die Bewegung, die ich brauche, die meinem Körper gut tut, die eben gelenkschonend ist. Mir wird alles genau erklärt. Ich kann nichts falsch machen und ich merke, dass ich mich einfach geil damit fühle. Und es ist ganz oft so, nach den Kursen mit Manuel, also ich sag mal vorher, bin ich vielleicht scheiße drauf, ne? Hab vielleicht einen Kacktag gehabt oder so, bin irgendwie kacke drauf. So, und dann mache ich so einen Kurs und also manchmal denke ich ja vorher schon, boah, heute brauche ich den Manuel besonders, ne? Ich brauche den dann echt richtig. Und da mache ich so einen Kurs und dann bin ich fertig und dann gehe ich duschen und dann sitze ich hier so mit meinen Sportklamotten hinter oder schon mit dem Schlafanzug an oder so, dann sitze ich hier so und wie oft ich dann echt mein Handy in die Hand nehme und ich habe ja Manuels WhatsApp-Nummer und also wir texten halt auch ab und zu so natürlich, aber dass ich dann wirklich das Handy in die Hand nehme und dann möchte ich ihm einfach schreiben. Ich mache das dann irgendwie nicht, weil ich denke, hoffentlich versteht er das nicht falsch. Also Manuel, du siehst ja dieses Video jetzt auch, deswegen sage ich es dir jetzt einfach mal, aber das, was ich dir dann gerne schreiben möchte, das sage ich dir jetzt gleich, aber das möchte ich dir so oft schreiben, ey, einfach nur so, weil es einfach so ist. Ich hoffe, ich fange jetzt nicht an zu heulen, oh mein Gott, ich bin jetzt voll aufgeregt, ich hoffe, ich fange nicht an zu heulen, aber es ist einfach so, es ist so, ich liebe dich, ja, und man kann doch etwas gar nicht lieben, was einem so gut tut, und das bist du. Also mit dem, was du machst, mit deiner Motivation. Ey, mir hat Sport noch nie so Spaß gemacht. Es ist ja so, dass ja auch, da kommen ja manchmal auch Schoten, ey, der bringt da Sprüche, der kriegt manchmal selber einen Lachkrampf, wenn er die Kurse da macht, ne? Aber es ist so unheimlich motivierend. Also wie oft ich mir bei Kursen denke, boah, kann der jetzt am Ende nicht sagen, so, jetzt nehmt ein bisschen Eiweiß zu euch, dann saugt ihr die ganze Wohnung durch, dann wischt ihr, dann putzt ihr die Fenster, dann macht ihr die Wäsche, dann bügelt ihr, dann spült ihr in der Küche, dann tapeziert ihr noch schnell euer Büro, dann bezieht ihr noch die Betten oder sonst was. Ehrlich, weil ihr ja einen so motiviert, ne, kannst du das nicht noch mal so mit einbauen? Irgendwie nur so andere Sachen, die man auch nicht so gerne macht irgendwie. Ich glaube, durch die Motivation würde ich alles gerne machen, ne? Ja, wirklich. Und dann sitze ich dann hinterher so und bin nach so einem Kurs total glücklich und denkst so, ich möchte dir einfach schreiben, ich liebe dich.
Ja, man kann auch platonisch lieben natürlich, ne? Aber es ist so. Es ist auch noch nicht mal mehr so ein Ich hab dich lieb. Es ist Ich liebe dich. Dafür, was du für mich und ja auch für viele, viele andere Kursteilnehmer machst, und das Feedback bekomme ich ja auch, bekomme so viele Nachrichten, die eigentlich dich betreffen. Normalerweise müsste ich die alle an dich immer weiterleiten, weil die Leute schreiben eben, mir schreiben, boah, seitdem ich bei Pro Life bin, ne, hat sich dies und das verändert und mir geht es hier besser und da, diese Wehwehchen sind weg und so. Und es ist einfach ein geiles Gefühl, dass du mir und wahrscheinlich uns allen gibst. Und ja, dafür liebe ich dich. Ist so. Ja, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal ich liebe dich gesagt habe zu jemandem. Oh mein Gott, ich hab's gesagt. Ja, ich liebe dich, ich liebe das Bellycon. Es ist so, ja, das bin ich. Ich bin angekommen. Und was natürlich nicht heißt, ich ruhe mich da jetzt auf meinen vier Buchstaben aus. Ne? Ich mache natürlich weiter, weil ich habe ja keine Ziele. Also beziehungsweise mein Ziel ist ja, gesund zu altern. Ich bin ja nun mal schon in so einem Alter, wo man jetzt nicht mehr sagen kann, ich bin auch super jung, ne? Mittelalt bin ich jetzt. Und mein Ziel ist ja nicht, super gern schlank zu sein. Also ich nehme nicht ab, um schlank zu sein, sondern um gesund zu sein, zu werden, zu bleiben, ne? Und gepaart eben mit den ganzen Kursen bei Pure Life, mit dem Bellycon, ist es so einfach plötzlich. Plötzlich ist es so einfach. Und man versteht es eben alles. Und ey, wirklich, ich habe schon mal so überlegt, weil mich ja dieses ganze Thema so interessiert, Medizin und so, das habe ich auch immer euch erzählt, ne? Nur ich habe mich halt für meinen eigenen Körper nie so wirklich interessiert. Aber ich habe manchmal schon überlegt, boah, ey, ich glaube, ich möchte so Heilpraktikerin werden oder so. Irgendwie sowas, keine Ahnung. Weil überleg mal, mit Wasser, bisschen Salz und so, bisschen Bewegung, kriegst du Rückenschmerzen weg. Ey, da musst du nicht zum Arzt gehen und dir Cortisonspritzen geben lassen, ne? Aber ich habe eben auch gemerkt, wie schwierig es ist, Menschen davon zu überzeugen. Und ich merke dann immer, wenn die Leute erstmal bei Pure Life sind, dann dauert es nicht mal eine Woche. Dann sind die genauso high wie ich. Aber um die Leute da hinzubekommen, ich will ja, dass die Leute da hinkommen, um denen ja Gutes zu tun. Da merke ich, da stoße ich echt ganz oft an meine Grenzen. Ja, selbst im Freundes- und Bekanntenkreis. Ne? Also, ne, dass die meisten dann sagen, ach nee, komm. Ey, hab jetzt keinen Bock und geh mal weg damit und so, ne? Und dann merke ich so, ma, ey, es könnte euch so gut gehen, wenn ihr das macht, ne? Aber deswegen habe ich halt aufgehört, darüber zu reden. Ich sagte gar nichts mehr zu. Ich mache halt da mein Ding. Und aber wenn eben Leute erstmal bei Pure Life sind und sich vor allem auch die ganzen Videos angucken und die Kurse von Manuel, in denen er alles erklärt, dann schreiben die mich an und sagen, Kossi, du hast so recht damit gehabt. Ja. So. Boah, mir ist es ganz warm geworden. Oh mein Gott. Und jetzt muss ich euch natürlich noch was sagen, was ich ja am Anfang schon erzählt habe. Moment, jetzt muss ich mal eben kurz raussuchen hier. Oh, damit ich jetzt nichts Falsches euch erzähle. Moment. Ah, er hatte mir nämlich eine Nachricht geschickt, die muss ich mir jetzt mal eben hier kurz... So, screenshotten, Moment. So. So, pass auf, jetzt, ne, gibt es ein kleines Gewinnspiel. Ich möchte euch erstmal herausfordern, dass ihr natürlich mal wieder ein bisschen was schreibt in meinem Blog. Das Ganze findet wieder nur in meinem Blog statt, also nicht hier bei YouTube, nicht bei Instagram, nicht bei Facebook, sondern bitte in meinen Blog gehen und unter dieses Video dann einen Kommentar schreiben. Und zwar sage ich euch erstmal, was es zu gewinnen gibt. Wir fangen mal an mit Bellycon. Nein, es gibt kein Bellycon zu gewinnen, aber, habe ich jetzt leider gerade nicht hier, es gibt ein paar ABS-Socken, sage ich immer, das sind so Bellycon-Socken mit unten so Gummi-Noppen drunter, kann man auf dem Bellycon tragen, habe ich auch schon mal gemacht im Winter, wenn ich kalte Füße halt so hatte, was aber auch gut ist, diese Socken könnt ihr super tragen bei der Ganzkörpermobilisation, die immer sonntags ja ist, ne? Da macht ihr das nämlich am besten wirklich ohne Turnschuhe, könnt ihr super dazu tragen und diese Gewichtsbälle, die benutzt ja Manuel jetzt nicht. Ich habe die auch bei Pure Life eigentlich noch nie gesehen. Die gibt es aber passend zum Bellycon. Könnt ihr euch auf der Seite auch mal angucken. Das sind so Bälle, so Gewichtsdinger, ne? Also ihr könnt ein paar Socken gewinnen und ein paar von diesen Gewichtsbällen. Das ist das von Bellycon. Und jetzt sage ich euch, was ihr von Manuel gewinnen könnt. Das hat er mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Und zwar erstmal jeweils... nee, warte mal. Moment. Ah, Moment, jetzt habe ich hier... Ah, Moment.
habe ich fast das Falsche erzählt. Genau. Und zwar jeweils ein Buch, das sind natürlich jetzt meine, ne? Der Manuel schickt euch die Bücher selber zu. Also jeweils entweder das oder das oder das. Ich werde dem Manuel dann eure Adresse weiterleiten, damit müsst ihr euch einverstanden erklären, bitte. Und dann gebe ich dem Manuel die Adressen und er schickt euch dann die Bücher zu. Mit einer Widmung, ne, Manuel? Schreibst du irgendwas Schönes da rein? So, und jetzt haltet euch fest, ne? Echt der Hammer. Ich verlose eine 3-Monats-Goldmitgliedschaft, also kostenlos, 3 Monate kostenlos trainieren bei Pullife. Eine 6-Monate-Goldmitgliedschaft, wieso kann ich das Wort so schlecht aussprechen? Und eine 1-Jahres-Goldmitgliedschaft bei Pullife. Könnt ihr alles gewinnen? Und, nee, das machen wir separat, genau. So, und zu diesen ganzen Sachen schreibt ihr mir bitte einen Kommentar. Warum? Warum möchtet gerade ihr das und das gewinnen? Schreibt mir bitte auch eine Mail direkt mit eurer Adresse. Schreibt da auch bitte rein, was ihr gerne gewinnen möchtet, ne? Damit, wenn ich es dann auslose, damit ich nicht einem die Socken schicke, der vielleicht lieber die Goldmitgliedschaft gehabt hätte oder umgekehrt oder so. Oder ihr schreibt rein, mir ist egal, ich will alles gewinnen oder so, ne? Schreibt es bitte in die Mail dazu. So. Und unabhängig jetzt von diesem Gewinnspiel, das wird eine Woche dauern. Und eine Woche lang wird auch ein Code gültig sein, der unter diesem Video steht, mit dem ihr euch auch kostenlos bei Pullife anmelden könnt und 4 Wochen kostenlos alles testen könnt. Also kostenlos ist die Goldmitgliedschaft dann eben auch, ne? Ihr könnt alle Videos sehen, ihr könnt alle Kurse machen, alles. Was normalerweise ja nur eine Woche geht, geht dann 4 Wochen. Und das kann jeder machen. Also, ne, ist egal. Also, das ist jetzt unabhängig von dem Gewinnspiel. Das kann jeder jetzt machen. Und der Code ist aber dann auch nur in der einen Woche einsetzbar, bis das Gewinnspiel zu Ende ist. Dann geht auch der Code nicht mehr. Also, wenn, müsst ihr euch in dieser einen Woche dann anmelden und könnt das Ganze nutzen. So, und nochmal, weil da haben ja auch viele immer Angst, war ja auch meine Angst, bevor ich ja Pullife kannte, dass ich dachte, oh, Abo, nee, da habe ich Angst. Also nach diesen 4 Wochen, das ist genau wie nach der einen kostenlosen Woche, passiert gar nichts. Ihr könnt einfach nur halt die ganzen Videos nicht mehr sehen. Das geht nicht automatisch in ein Abo über. Da passiert nichts. Es passiert gar nichts. Also ihr könnt eben dieses Ding 4 Wochen nutzen und danach passiert nichts. So, und also da sind keine Haken oder es ist einfach nur, es ist so, dass Pullife ja den Menschen Gutes tun will. Die wollen euch nicht irgendwie mit irgendwelchen Verträgen da knebeln oder was weiß ich. Das wäre ja total unlogisch, auf der einen Seite Kurse zu machen, die euer Leben verlängern und auf der anderen Seite da irgendwie, keine Ahnung, euch da einen Strick zu drehen mit irgendwelchen komischen Abos oder, ne, das wäre ein bisschen blöd, kontraproduktiv auch, ne. Ja, also ich kann wirklich jedem ans Herz legen, der sagen möchte, okay, ich möchte jetzt Pullife wirklich mal auf Herz und Nieren testen, macht das mit diesen 4 Wochen. Und wenn ihr nach den 4 Wochen merkt, boah, geil, bringt mir total viel, kann ich voll viel mit anfangen, dann wisst ihr ja, gibt es ja von mir selber noch so einen Gutscheincode oder Rabattcode, den findet ihr auch in meinem Blog. Und der ist dann im Rahmen einer Jahresmitgliedschaft, zahlt ihr dann einen bestimmten Betrag, dann halt monatlich, wenn ihr das möchtet. Ich möchte nicht über Geld sprechen, deswegen guckt einfach in meinem Blog. Das ist minimal, das ist nichts. Das habe ich aber beim letzten Video auch schon gesagt, das sind 8 Tafeln Schokolade oder so. Ich weiß ja noch nicht mal mehr, wie teuer eine Tafel Schokolade ist heutzutage. Aber ja, das ist so das, was ich euch ans Herz legen kann. Ich danke Manuel natürlich an dieser Stelle total auch und auch natürlich Bellicon für die Gewinne. Und, ne, weil ich habe jetzt nichts, was ich euch schenken könnte, so, und deswegen finde ich es klasse, dass wir das jetzt so gemacht haben. Und ja, das ist alles, was ich euch erzählen könnte, konnte. Und es ist irgendwie, ja, es ist irgendwie halt, dass ich manchmal zum Beispiel auch gedacht habe, ich wurde ja auch schon mal gefragt, Kosti, würdest du so Schönheits-OPs oder sowas machen, ne? Da habe ich immer gesagt, nee, würde ich gar nicht. Und dann habe ich mal so nachgedacht und habe dann gedacht, warum auch, ne? Ich habe ja mal einen Schönheitschirurgen. Ich habe Manuel und der ist für mich einfach mein innerer Schönheitschirurg. Denn der Manuel macht mich schön. Und schön ist ja nicht nur das, was man sieht, sondern auch das, so wie man sich fühlt, wenn man schöne Gedanken hat, positive Gedanken, ne? Wenn man sich innen einfach schön fühlt. Und das ist dann, ja, Manuel ohne Skalpell. Manuel ohne Skalpell. Ja, ist so, ne? Okay. Ich glaube, ich habe jetzt alles gesagt, was ich irgendwie über Pullife sagen konnte. Ich habe natürlich geschwärmt und es sind natürlich nur meine eigenen Erfahrungen. Und
Ihr müsst eure Erfahrungen selber machen. Wie gesagt, ich kann niemanden von Pool Life überzeugen, weil überzeugen müsst ihr euch selber. Aber ihr könntet einen Schritt in die Richtung machen, indem ihr halt diesen Code da benutzt und erstmal 4 Wochen alles gibt, was geht. Ne? Mal einfach das ganze Ding auf Herz und Nieren prüft. Und wenn ihr dann hinterher sagt, das ist nichts für mich, dann habt ihr es wenigstens ausprobiert. Aber man kann über eine Sache eben nur urteilen, wenn man sie kennt. Und auch nicht, wenn man sich nur Videos angeguckt hat, sondern man muss sie machen. Du musst am eigenen Körper spüren, was macht dieser Kurs mit mir? Ne? Ich fange gerade mit Sport an und so. Und was passiert da, wenn ich so einen Anfängerkurs mache? Durch Zugucken bringt es gar nichts. Du musst es fühlen. Ja. Genau. Amen. Okay, das war an dieser Stelle alles. Ja, und ich werde jetzt aufs Bellycon gehen. Ich habe ja schon meine Sportklamotten an, muss mich nur ein bisschen abschminken jetzt. Aber ich werde auf jeden Fall, weil heute ist Samstag, ne? Und wie gesagt, heute ist ja sportfrei, aber Bellycon mache ich ja trotzdem, weil, wie viele Schritte habe ich denn hier auf dem Samstagvormittag mit Video drehen? Da kriegst du natürlich nicht viele Schritte. Naja gut, immerhin schon über 2000, aber das ist viel zu wenig, 8000 brauche ich noch, ne? Und ja, deswegen werde ich das so machen und ich freue mich da auch drauf. Ich freue mich auch jeden Tag darauf. Ne? Es ist auch nicht, genau, ja, ich muss dieses Video beenden, ne? Weil ich auch immer ständig gefragt werde, man, Kossi, ey, wie überwindest du deinen Schweinehund? Den habe ich schon lange nicht mehr. Also den habe ich schon vorher nicht mehr gehabt, aber jetzt seit Pool Life habe ich den im Gegenteil. Für mich ist ja dieses, was ich vorhin auch gesagt habe, dass ich an vielen, vielen Tagen so denke, boah, heute brauche ich den Manuel. Ich brauche den heute so, so, so doll für meine Seele, weil er mir so gut tut, weil ich ihn so liebe. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Jetzt werde ich nur rot hier. Nein, aber ihr wisst ja alle, wie das gemeint ist, ne? Und ja, okay. Also, an dieser Stelle sage ich einfach mal, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Macht mit bei diesem Gewinnspiel, schreibt mir hin, wieso, weshalb, warum. Schreibt meinetwegen auch, was ihr für körperliche Problemchen habt oder was weiß ich, keine Ahnung. Vielleicht liest der Manuel sich auch die ganzen Kommentare durch. Und was übrigens ja auch da so ist bei Pool Life, ne, ihr könnt immer alle Trainer anschreiben, die antworten euch. Ne? Da sitzt nicht irgendwie, keine Ahnung, da ist keine Hotline dahinter, wo irgendwelche Studenten sitzen, die überhaupt nichts mit Pool Life zu tun haben oder was weiß ich. Das sind wirklich die Trainer. Wenn ihr die anschreibt, bekommt ihr eine Antwort, auch von Manuel. Und der Manuel antwortet auch mitten in der Nacht, wenn es sein muss. Also die sind wirklich darauf bedacht, eben den Teilnehmern Gutes zu tun. Ne? Und ich habe euch schon mal gesagt, das ist nicht ein Fernsehstudio, wo da irgendwelche Kurse abgefilmt werden. Das ist ein richtiges Fitnesscenter in Weilburg. Selbst als Online-Teilnehmer kannst du sagen am Wochenende mal, oh, ich fahre mal dahin und mach mal da einen Kurs. Kannst du machen. Kannst du hingehen, reingehen, dir alles angucken. Ne? Das ist ein richtiges Fitnesscenter. Und das war ja für mich ausschlaggebend, weil ich ja von diesen ganzen anderen Online-Programmen überhaupt nichts halte. Und gerade wenn ich auch heute sehe, eben mit dem Wissen von heute, wenn ich mir da auch so YouTuberinnen und YouTuber und so angucke und dann sehe, wie die teilweise die Übungen machen, denke ich eben jetzt auch, klar, weil Manuel das natürlich auch so erklärt, ne, was passiert bei den und den Übungen mit den Knien, was ist dann in 5, 6, 7, in 10 Jahren? Heute sind die alle jung, heute sind die 20 Jahre alt, die diese Kurse machen, ne? Lass die mal 40 werden oder 47, ne, wie ich. Dann werden die alle beim Orthopäden sitzen. Und ja, und das ist mir halt wichtig. Ne? Was habe ich davon, wenn ich irgendwie schlank bin, aber meine Muskeln oder auch meine Gelenke kaputt sind? Ich will doch gesund sein. Ne? Und ich hoffe, dass es so weitergeht. Ja. Ich meine, warum soll es doch nicht so weitergehen? Ne? Solange ich bei Pool Life bin, wird es so weitergehen. Ich kann mir mein Leben ohne Pool Life nicht mehr vorstellen. Boah, ich komme mir echt vor, wie, keine Ahnung, wie im Fernsehen, so eine Werbesendung, ne? Aber es ist einfach so, wenn man überzeugt ist von einer Sache, ist man es halt, ne? Und ja, okay, ich hoffe, ich habe jetzt wirklich nichts vergessen. Ansonsten guckt in meinen Blog, da steht nochmal alles auch in der Rubrik Sport. Da habe ich übrigens auch meine Shakes und so oder auch so leckere Proteinriegel, die ich probiert habe und so, habe ich da auch alles verlinkt, ne? Im Moment trinke ich ja super gerne diese Shakes von Iron Max. Nein, nicht gesponsert, alle selber gekauft. Da habe ich mittlerweile 7 oder 8 verschiedene Sorten. Ich mag ja so diese nussigen, schokoladigen Sorten, ne? Die habe ich da alle probiert. So geil. Chocolate Mint zum Beispiel schmeckt wie After Eight. Oder Cookies and Cream schmeckt wie Butterkeks. Da sind richtige Butterkeksstücke drin. Könnte ich jetzt schon so ein Ding trinken? Ne? Ja, genau. Und wie viel Eiweiß man essen sollte, sagt der Manuel natürlich auch. Ich glaube, es steht auch natürlich in diesen Büchern auch. Und 2 Gramm Eiweiß pro Kilo Körpergewicht, wenn man viel Sport macht, so wie ich jetzt zum Beispiel, ne? Sollte man machen. Bin ich oft sogar drüber, über diesem Eiweißgehalt. Und ja, aber solange es mir schmeckt, ne, und so, mache ich das ja. Aber das habe ich ja alles in dem anderen Video erzählt. Und ja, jetzt gucke ich nochmal, ob ich auch wirklich nichts vergessen habe. Ne.
Spickzettel habe ich auch abgearbeitet, alles erledigt. Okay, ich muss mich jetzt hier trennen von euch. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Und vergesst nicht, folgt mir bei Insta. Jetzt heute Nachmittag zum Beispiel, also das ist ja für euch schon dann Vergangenheit, werde ich wieder ein Live-Video machen und es kommt auch ziemlich gut bei euch an. Und bei Insta wohne ich einfach im Moment. Ich liebe das da, ne? Okay, also bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss. Stopp. Noch nicht abschalten. Ich musste das hier mal gerade ganz provisorisch machen, weil das Buch immer umkippt. Deswegen liegt hier so eine Hantel davor. Wir haben jetzt schon einen Tag später. Und es ist mir Folgendes passiert. Ich habe das Video gedreht und habe es dann auch schon gerendert am PC. Und dann heute Morgen nochmal, hätte ich es mal gestern direkt gemacht, ey. Heute Morgen nochmal so Probe geschaut und durchgeskippt und ob ich alles so richtig erzählt habe und so. Und da sind mir ein paar Dinge eingefallen, die ich einfach vergessen habe zu erzählen. Und deswegen hänge ich das jetzt nochmal so dran, bin jetzt aber nicht gestylt und deswegen zeige ich euch das jetzt nur so. Und zwar habe ich ja gar nicht erzählt, warum ich denn jetzt das große Bellycon gekauft habe und warum ich das nicht mehr in der mittleren Größe habe. Kann ich euch ganz einfach erklären. Ich hatte irgendwann das Gefühl, dass mir einfach diese 112 cm nicht mehr reichen. Also ich hatte immer das Gefühl, ich fühle mich so ein bisschen eingeengt auf dem Bellycon. 2 Jahre lang war es echt super für mich, aber je fitter ich wurde und desto sicherer ich mich ja auch auf dem Ding fühle, also ich fühle mich ja null unsicher auf dem Gerät, desto mehr hatte ich immer das Gefühl, ey, irgendwie habe ich das Gefühl, mir fehlen also ein paar Zentimeter. Und als ich dann das Buch gelesen habe, ich durfte es ja schon lesen, während der Manuel es geschrieben hat, und irgendwo in diesem Buch steht dann auch, dass er eben auch dieses 125 cm Bellycon empfiehlt. Und ich weiß, dass die auch in dem Fitnesscenter eben die großen Bellycone benutzen. Und von da an ging mir einfach dieses Große nicht mehr aus dem Kopf. So, und dann habe ich es ja bestellt und bin halt da drauf, habe die ersten Kurse gemacht und es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich fühle mich so viel freier auf dem Großen und deswegen, wenn ihr mich jetzt fragt, würde ich euch nicht mehr dazu raten, das Mittlere zu nehmen, sondern direkt das Große. Vorausgesetzt, ihr habt den Platz, es sind ja eigentlich nur ein paar Zentimeter mehr, ne? Aber natürlich muss man den Platz in der Wohnung ja auch haben. Aber ich kann euch wirklich nur noch das Große ans Herz legen, weil es ist einfach, es ist ein Freiheitsgefühl. Man kommt also bei diesen Schwüngen auch so gar nicht mehr hier auf diesen Stoffrand. Das hatte ich nämlich bei der mittleren Größe dann irgendwann ganz oft. Also wenn ich hier diese Übung zum Beispiel auch gemacht habe, dann habe ich auch immer gedacht so, hä, der Manuel ist doch viel größer als ich und der kommt da irgendwie viel weiter, wenn er die Beine so auseinander halt macht und so. Und bei mir ging das gar nicht. Ja, jetzt weiß ich natürlich auch warum. Weil ich halt das Mittlere hatte. So, das wollte ich sagen. Und dann ist mir noch was eingefallen. Der Code für diese 4 Wochen kostenlos Testen von Polife ist natürlich nur für Nicht-Mitglieder. Also nur für Menschen jetzt, die eben Polife noch gar nicht kennen und wirklich mal sagen, ey, 4 Wochen teste ich jetzt einfach mal alles und mache alle Videos, guck mir da die Ernährungsvideos an und. Ne? Da ist, also wenn ihr schon Mitglied seid bei Polife, könnt ihr mit diesem kostenlosen, 4 Wochen kostenlosen Code da halt nichts anfangen. Aber das Gewinnspiel, also wo ihr dann dieses Jahresabo und Halbjahresabo und 3-Monats-Abo gewinnen könnt, da können auch Menschen mitmachen, die bereits Mitglied sind. Ne? Das wollte ich nämlich auch noch dazu sagen, habe ich auch vergessen. Es fällt einem dann oft erst so hinterher irgendwie auf. So, und dann hatte ich ja gesagt, für das Gewinnspiel möchte ich ganz gerne, dass ihr Kommentare reinschreibt, eben so, warum ihr die Sachen gewinnen möchtet. Und dann habe ich mir gedacht, naja, aber wenn ihr wirklich auch Menschen mitmachen, die Mitglied sind, und es sind sehr viele, weil es sehe ich ja an meiner Freundesliste da bei Polife, ne? Dann schreibt doch einfach mal eure Erfahrungen mit in die Kommentare. Also was, keine Ahnung, was macht ihr für Kurse? Was hat sich verbessert? Viele haben ja mittlerweile auch ein Bellycon. Wie geht's euch mit dem Bellycon? Damit ich nicht so ganz alleine immer dastehe und sage, oh, Polife ist so geil, Bellycon ist so geil. Ich will auch eure Meinungen hören, beziehungsweise ich kenne die Meinungen ja zum großen Teil, weil ihr mir das als Mail schreibt. Aber vielleicht wäre es toll, wenn ihr es einfach mal in die Kommentare dann schreibt. Ich weiß ja zum Beispiel auch von manchen Menschen, die vorher halt Knieprobleme hatten, die sogar teilweise
da weiß ich, ne, von einem Mädel, vielleicht schreibt sie das dann auch in die Kommentare, dass sie sogar eine Knie-OP hatte. Ich glaube, sie hat ein künstliches Kniegelenk, war das, glaube ich, bekommen. Hat vorher schon so ein bisschen mit dem Bellicon angefangen und ja, wie dann so die Regenerationsphase nach der OP war und so. Das könnte sie ja schreiben. Bei Instagram hast du es auch schon mal gepostet, das weiß ich. Und ja, vielleicht einfach mal so, ja, dass ihr wirklich mal schreibt, was hat euch bis jetzt Polife praktisch gegeben. Ja, das würde mich interessieren natürlich, das würde aber auch bestimmt den Manuel interessieren und auch andere Zuschauer, die eben jetzt vielleicht irgendwie ja noch so ein bisschen überlegen, boah, soll ich nicht oder was auch immer, dann ja, damit ich nicht mit meinen Erfahrungswerten immer so ganz alleine stehe und das alle es lesen können. Würde ich mich sehr, sehr, sehr drüber freuen. So, und jetzt hänge ich das ganze Ding hier nochmal an das Video dran und ja, dann kann ich es auch demnächst dann hochladen. Okay, das war's an dieser Stelle. Bis dahin, macht's gut und tschüss.